Lass mich dir zeigen, wie ich ein Rohr aufhanfe und eine Verschraubung anbringe. Das ist nämlich die Art von Rohrdichtung, die von Installateuren seit Generationen verwendet wird. Als erstes brauche ich eine grobe Feile, mit der ich das Gewinde der Doppelnippel anraue, damit der Hanf nachher besser auf dem Gewinde hält. So sieht es dann aus. Den Hanf im Uhrzeigersinn vom Gewindeende zum Anfang hin auf das Gewinde aufbringen und dünn mit Neophermit, eine Dichtpaste, einschmieren. Was möchtest du noch wissen? Schreib es mir einfach in die Kommentare. Mit Hilfe meines Schraubstocks bereite ich meine Verschraubung schon mal vor, indem ich den Doppelnippel dort einspanne und die Verschraubung schon mal auf die beiden Rohrstücke aufschraube. Jetzt schraube ich die Verschraubung mindestens bis zur Hälfte des Hanfs oder, wie du gleich hier siehst, sich das Rohr mitdrehen. Dann ist es erfahrungsgemäß dicht. Gerne kannst du unseren Kanal abonnieren und das Video teilen. Danke fürs Zuschauen. Bis später.